Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risk of Rain. Hier ist euer Evil Bob. Wir sind im vorletzten Level mit dem Engineer. Und ja, danke fürs Zusehen. Legen wir mal los. Ja, das sind schon mal wieder genug Kisten. Das ist wirklich ein Flammenwerfer-Drohne, die wir im letzten Level gefunden haben. Nicht schlecht. Gleich mit... Boah. Oh, was ist das denn? Kann man Geist beschwören für jeden Gegner auf dem Bildschirm. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das nehme ich mit. Jetzt sind die Lenkraketen gegen diese fliegenden Teile natürlich wirklich verdammt gut. Noch eine größere Chance, Gegner zu stunnen. Oh! Super! Unser maximales Leben steigt, wenn wir Gegner killen. Ich lasse mich erstmal wieder kurz heilen von unseren Pilzen. Und probieren wir es nochmal. Wieder gleich zwei. Zwei, zwei, zwei Gegenstände. Das ist ja super. Bam. Suchen wir gleich mal die Fähigkeit mit dem Geist. Da können die sich gegenseitig zerhauen. Ja. Haben wir schon wieder genug Geld, um uns die Truhen noch zu öffnen. Ja. Noch ein paar Mörser. Sah ja schon mal ganz gut aus bis jetzt. Ja, ich denke, das sollte reichen. Nee, reicht immer noch nicht. Schade. Na komm. Jetzt. Eine Kiste. Oh, wir sind jetzt noch infizierter. Ja, wir haben schon ziemlich viel Geld. Ich aktiviere schon mal das Portal. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir müssen es ja vom Schwierigkeitsgrad her nicht komplett übertreiben. Ach, da unten ist es ja schon. Kann ich eigentlich dafür auch einen Geist beschwören? Oder ist das eher nicht so? Ich mag Minen jeden Tag, ich mag Minen, so viel ich mag. Bumm. Was? Reduce Cooldown auf. Achso, das heißt, wir können öfter unser Item verwenden, was wir mit uns tragen. Ich würde sagen, wir warten derweil ein bisschen hier rum, bis alle Gegner vom Level verschwunden sind. Bis die Zeit abgelaufen ist zumindest. Alle werden ja nicht zu uns kommen. Man sieht vor lauter Items, Geld und was weiß ich nicht alles kaum noch die Gegner. So, Zeit ist abgelaufen. Es sind nicht mehr viele übrig. Da drüben kommen wir eh nicht rein. Ja, und Geld haben wir auch gut auf der Kante. Ich bin mal fies. Alle Einheiten, die nicht wirklich Fernkampf können, tja. Halt meistens ziemlich am Arsch. Das waren schon alle. Oh, hier oben hätten wir noch eine HP-Statue gehabt. Schade. Die kann man halt immer nur nutzen, solange das Portal noch nicht aktiviert wurde.
Da es ja sonst für jeden total einfach wäre, diese bis zum letzten auszunutzen, wenn keine Gegner mehr da sind, weil das Schwierige daran ist ja, man opfert Leben und währenddessen können ja trotzdem Gegner spawnen und ja, das Schwierige ist halt dann, sein Leben wieder zu regenerieren, trotz der Gegner, trotz des Wartens, trotz dass immer wieder neue spawnen und es auch immer schwerer wird. Da sind noch ein, ist noch eine Drohne. Was auch immer die macht. Komisch aus. Und mal sehen, was hier rauskommt. Frag mich, was dieser. Oh, es sind sehr viele seltene dabei, die wir leider nicht bekommen haben, aber. Ja. Man soll ja immer mehr das Gute sehen, als das Schlechte. Denn wir haben immer ein Item bekommen. So. Meiner Meinung nach. War es das schon wieder? Das ist natürlich, was noch etwas schade ist, wir können noch nicht wirklich super gut springen. Ich meine, mit seiner Montur, wie das aussieht, stelle ich mir das eh schwer vor mit den Springen, aber. Ja, was soll's. Ist halt manchmal angenehmer. Hinten hatten wir alle Kisten geöffnet, das heißt, würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge im letzten Level wieder. Mal sehen, ob wir es schaffen. Bis jetzt sieht es mit dem Loader ja doch soweit ganz okay aus, aber man soll das ja nicht so laut sagen, weil, naja, ihr wisst ja, was sonst passiert. Gut, dann verabschiede ich mich und bis zur nächsten Folge bei Let's Play Risk of Rain mit Earn Evil Bob. Macht's gut!